Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Paul Eiper. Welkes Eichenblatt. Meine Hand hält ein halb vermodertes Eichenblatt. Hellbraun, fahl, fast wie Sand. Verwundert erkenne ich, dass solch ein Blatt, dünn nur, dennoch aus verschiedenen Schichten sich zusammensetzt. Die Oberhaut blättert auf beiden Seiten ab, und dazwischen befindet sich ein Gespinst von so hauchdünner Beschaffenheit, dass ich an die Asche eines Zigarettenpapiers denken muss. Man fürchtet sich, es anzufassen, meint, die Zartheit müsse sofort zu Staub zerfallen. Aber das Gespinst ist zäh und fest, ist selber wieder ein Baum im Blatt. Die Hauptrippe, gerade aufwachsend vom Blattstiel, bildet den Stamm, der sich hochschwingt bis in die Spitze. Nach links und rechts, vielfach übereinander gestaffelt, streben die Hauptäste, laufen zu den dünnen Seitenrändern des Blattes, gabeln sich zu Zweigen, die immer dünner, immer feiner werden. Kreuz und quer laufen Brücken. Alles schwingt sich ineinander zu einem dichten, sinnvollen Netz, webt und wirkt das Blatt.